Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, sechster, hoffentlich möglicherweise bester Teil. Schauen wir mal, was wird. Ihr seht, was sich hier abspielt. Wir haben heute schon wieder über 50 Grad. Also die Klimakatastrophe ist fast nicht mehr zu ertragen. Es ist unheimlich, was sich hier abspielt. Und ich muss sagen, ja, Entschuldigung, ich muss so viel husten in letzter Zeit. Ich muss ehrlich sagen, wir haben nur noch eine einzige Wahl, die zentrale Klimaplanwirtschaft. Leider. Leider. Ja, Volksgenossen, die Flugzeuge werden in Zukunft mit Propellerantrieb angetrieben und ich hoffe, er stellt mir scharf. Na geh, mach was. Ah, könnte sich ausgehen. Jetzt haben wir ihn, aber nicht scharf. Egal. Wichtig ist, kommt hinten nichts raus. Und wir sehen aber trotzdem, dass wir hier schon etliche merkwürdige, zirrusartige Wolken haben. Ein merkwürdiges Phänomen, aber in Zeiten wie diesen wundert uns gar nichts mehr. Ja, die zentrale Klimaplanwirtschaft wird wahrscheinlich unsere einzige Rettung sein. Wir Volksgenossen dürfen nur noch von 8 bis 9.20 Uhr mit dem Fahrrad fahren. Ansonsten ist Atmen und Bewegen verboten. Achso? Okay, interessant. Mich würde das interessieren, wie dann die zentrale Klimaplanwirtschaft in der Praxis ausschaut. Also das heißt, ich denke mir es jetzt zum Beispiel, ja. Also wenn es 30 Grad plus hat, dann werden wahrscheinlich alle Produktionsbetriebe aufhören müssen. Da ist dann Finito, ist dann vorbei. Oder, keine Ahnung, wenn es zum Beispiel Minusgrade kriegt, gibt es ja keine mehr, aber wenn es Minusgrade bekommen könnte, ja, dann wird natürlich auch alles verboten sein. Also es ist, und im Temperaturbereich von 0 bis 10 Grad ist dann auch wahrscheinlich alles verboten. Würde sagen, von 10 bis 20 Grad ist dann auch naheliegend. Da ist dann halt auch alles verboten. Und besonders von 20 bis 30 Grad gilt das Verbot, dann bis zu 80 Grad, genau, super. Also die zentrale Klimaplanwirtschaft, wir freuen uns schon darauf, ganz großartige Konzepte, die hier von Genies, also von absoluten Genies ersonnen wurden. Und ich erinnere mich an den Film Fahrenheit 451 mit Oskar Werner. Ich habe ihn als guten Schauspieler geschätzt. Sehr interessanter Mann, wundervolle Stimme, grandioser Vortrag. Als Jugendlicher habe ich den Film nicht verstanden. Ich habe keine Ahnung. Die rücken da mit der Feuerwehr aus, um Bücher zu verbrennen. Also ich meine, das war ja schräg. Ich habe es nicht kapiert. Und mich hat der Film dann auch nicht mehr interessiert und ich habe es vergessen. Und erst vor relativ kurzer Zeit bin ich draufgekommen, Fahrenheit 451 beschreibt ja eine Temperatur von ca. 233 Grad. 233, interessant. 2 mal 33 ist 66. Okay, das ist Zufall. 2 mal 3 ist 6 und mal 3 ist die 66. Aha, ist auch Zufall. Also wurscht. Auf jeden Fall, Fahrenheit 451 hat mit der 666 natürlich nichts zu tun. Und es geht hierbei darum, die Leute sozusagen aktiv zu verblöden. Und in dem Film, der Film ist, glaube ich, relativ alt, war der aus den 60er Jahren. Und in dem Film hat halt die Ehefrau von Freitag, dem wackeren Feuerwehrmann, einen riesengroßen, wandfüllenden Bildschirm gehabt, was damals eine Sensation war. Weil wir hatten ja noch diese Röhrenfernseher, diese riesengroßen, 20 Kilo schweren Monster, ja, diese Dinosaurier. Und dort in einem Film, der jetzt schon sicher um die 60 Jahre alt ist, war an der Wand hinten so wie ein Bild aufgehängt, ein riesengroßer Bildschirm. Also man hat offensichtlich schon in den 60er Jahren gewusst, wie sich die Technik in den nächsten 100 Jahren weiterentwickeln würde. Und seine Frau war halt jetzt nicht so der kritischste Geist, sondern sie war sehr glücklich mit dem Fernsehen. Das war halt sozusagen ihre kleine Welt. Und er hat dann seinen Beruf
zu hinterfragen begonnen, dass er sozusagen als eine Art Systemagent an der aktiven Verblödung der Menschen teilnimmt. Das hat ihm dann irgendwie nicht mehr gefallen. Und ich glaube, eines Tages, da war irgendwo ein Buch, das ist ihm dann in die Hände gekommen und er hat das geheim, ich glaube, er hat ein Buch versteckt zu Hause gehabt und er hat eben diese Bücher heimlich gelesen. Und bei uns ist es ganz genauso, ja, ganz genauso. Ich meine, jetzt, vor ein paar Jahren hat man noch Scherze darüber gemacht, ja, dass die Kinder in der Schule verblöden, also der sozusagen, ja, die lernen immer weniger und weniger. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, der schon, ich würde jetzt sagen, mit amerikanischen Verhältnissen vergleichbar ist, wo wir bei Highschool-Abgängen eine Quote von 40% Analphabeten haben. Das ist natürlich vorbildlich, gar keine Frage. Ich meine, ist doch großartig, oder? Man geht jahrelang zur Schule und ist dann am Ende der Schule mit keinerlei Fähigkeiten, Kenntnissen, Fertigkeiten belastet. Man kommt quasi frei aus der Schule heraus. Und dieses Modell hat sich dann auch in Europa durchgesetzt und es ist immer mehr und mehr so, dass man sich fragt, kann man das Niveau noch tiefer ansetzen? Ja, natürlich. Tiefer geht immer, ja, tiefer geht immer. Und daran wird eben eifrigst gearbeitet. Natürlich wird dann jetzt auch bei uns bald verboten werden, der Heimunterricht, weil da würden die Kinder dann in einem Zehntel der Zeit das Doppelte von dem wir an der Schule lernen. Das darf nicht sein, weil Konkurrenz ist unerwünscht. Und ja, das ist halt der eingeborene Gott, oder wie nennt man den? Monodämonismus. Monodämonismus, oder? Der Eindämonen, glaube ich. Wurscht. Auf jeden Fall, einer ist an der Spitze und der sagt, es gibt gar nicht. Ich bin der Einzige und außer mir gibt es keinen, gell? Ich bin der Frank und das war's. Da fährt die Eisenbahn drüber. Und naja, jetzt wird's interessant, jetzt wird's spannend. Denn seit 1986, also seit dieser Tschernobyl-Geschichte, wo rein zufällig, ja, durch eine künstliche also durch eine Erdbebenwaffe, wurde sozusagen der Reaktorblock quasi geborsten. Im ersten Bericht haben wir davon auch erfahren, wo ein Arbeiter ganz entsetzt, ein russischer Arbeiter, ein Fabriksarbeiter, ganz entsetzt gesagt hat, es wäre ein großes Erdbeben zu spüren gewesen, alles hat geschaukelt. Interessant, in den Medien ist darüber dann nie wieder berichtet worden. Wir wissen, Tschernobyl war sozusagen der Energieversorger für die russische Wettermaschine, für die russische Halb, weil die Russen haben ja damals, ja, also aus dem Westen haben sie Beutestücke mitgebracht, große Beutestücke aus Deutschland, unter anderem auch eine wundervolle Wettermaschine und die hat halt viel Strom gebraucht. Ja klar, das mit Steckdosen anstecken, da ist nichts, da müssen schon ein paar Millionen mehr dahinter sein. Und ja, da hat man dann halt begonnen, die Menschheit gleichmäßig mit Radioaktivität zu versorgen. Warum bitte? Ich meine, Fukushima war nicht unähnlich. Ja? Warum hat man so viel Radioaktivität gebraucht? Wofür denn? Naja, ganz einfach. Radioaktivität löscht nicht nur das Heilgedächtnis der Menschen, also Krebs und andere Krankheiten haben dann fröhliche Ursprünge oder Urstände gefeiert, sondern Radioaktivität löscht auch das Bewusstsein von Menschen. Ja? Also das heißt, das ist ein wertvoller Beitrag zur aktiven Verblödung im Sinne des Monodämonismus. Also das heißt, es sollen alle gleich blöd bleiben. Gleich deppert, gleich blöd, ich hab's vergessen. Irgendwo sollte in der Richtung. Ich spüre es bei mir auch schon wirken. Ich werde jeden Tag immer blöder und blöder. Und das ist gut so, weil dumme Menschen sind sozusagen gute Staatsbürger, sind gute Volksgenossen. Ja, die Dummen sind die besten Volksgenossen. Und sprechen wir halt davon, um was es geht. Es ist die tragfähige Mehrheit, darum geht es. Die tragfähige Mehrheit soll einfach dumm bleiben. Ja, das ist so, siehst du. Und wir haben eine ganz, ganz interessante Strategie in den letzten Jahren, die gefahren wurde. Und zwar lautet diese Strategie Reizüberflutung. Einfach mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Bildung, es wird immer als Bildung bezeichnet. Und wenn ich das überprüfe, komme ich drauf, es ist in Wahrheit ein Blödsinn. Ja? Das ist nur Blödsinn. Die Leute werden sozusagen in einer Masse von Desinformationen verblödet. Also ein aktiver Verdummungsprozess läuft derzeit, aber nicht derzeit, der läuft schon lange. Und wenn wir das jetzt historisch betrachten, dann gibt es immer wieder uralte Dokumente.
in Stein gemeißelt, also uralte Schriften, uralte Inschriften. Und da sagt halt die moderne, ich weiß nicht, wie die sich nennt, die Numismatik oder ich weiß nicht, wie das heißt, Philatelisten oder Zoologen, ja, Zoologen, das waren's. Die moderne Zoologie sagt, das können wir nicht entziffern, das geht nicht, das, wir haben es nicht drauf, genau genommen wollen wir es auch gar nicht. Ihr könnt euch noch erinnern, diese Nag Hammadi-Texte, dann diese Qumran-Rollen, den Eiertanz, der von Rom aus inszeniert wurde, da hat man es halt einmal 30 Jahre unter Verschluss gehalten, dann hat man es 40 Jahre verschwiegen, dann 50 Jahre und eigentlich haben sie es ja gar nicht veröffentlichen wollen. Und dabei sind diese Texte noch relativ harmlos. Aber diese wirklich wichtigen uralten Inschriften, also das heißt, die ein Alter von 5, 6, 7, 8.000 Jahren haben, die lesen sich wie Science-Fiction-Romane. Ja, die beschreiben. Gerade jetzt, wo ich aufzeige, ist er nicht da. Vorhin war er noch gerade dort oben, der Mond. Ja. Der Mond wird in den alten Texten doch tatsächlich als Basis für Raumschiffe dargestellt. Interessant, oder? Ihr kennt ja aus den alten, was nennt's, Mahabharata, Ramayana, die Garudas, die Vimanas, die fliegenden Teppiche, lauter lustige Dinge, wo man sagt, ja, das waren mythologische Erklärungen für die Götter, die sozusagen, was auch immer, ja. Na, sie halten uns blöd. Natürlich gab es Fluggeräte, natürlich gab es Raumschiffe, natürlich ist der Mond selber ein Raumschiff, natürlich leben wir hier in einem riesengroßen Gebilde und die Erde ist nur ein kleiner Teil davon und wir werden blöd gehalten. Wir werden blöd gehalten. Kraut wollte ich sagen, ja, ich soll die Pappen halten. Das heißt, übersetzt jetzt halt die Pappen, die Leute sollen nicht so viel wissen. Gut, okay. Jetzt gibt es aber tatsächlich von diesen uralten Inschriften, wo auch zum Beispiel ein Erich von Däniken in seinen Büchern schreibt, dass diese Texte nicht entziffert werden können. Aha. Aber als er seine Bücher veröffentlicht hat, waren die Texte schon längst entziffert. Komisch, gell? Das ist merkwürdig. Aber ist egal. Und aber Volksgenossen müssen sich kooperativ zeigen. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Habe ich verstanden. Also das heißt, hier werden Dinge in den Raum gestellt, die einerseits interessant sind, aber doch wieder etwas zudecken sollen. Und wenn ihr euch vor Augen haltet, das, was wir als Hochkultur bezeichnen, das hatten wir schon 10-mal, 20-mal, 30-mal, 50-mal. Wir hatten schon viele, viele, viele Durchgänge in dieser Matrix. Ja? Und der Schmäh dabei ist, wir sollen nicht wissen, dass es vor uns höhere Hochzivilisationen gab. Dass es vor uns Hochzivilisationen gab, welche die ganze Erde mit ihrer Kultur übersät haben. Naja, da kann man zum Beispiel, ich weiß nicht, gut, Medinet Habur und Luxor ist jetzt vielleicht nicht so alt. Sacsahuaman, Tiahuanaco ist auch nicht so alt, aber es gibt... Naja, zum Beispiel im Scharia-Gebirge, diese Zyklopenmauer, wo einzelne Steine über 4000 Tonnen wiegen. Nicht wie der Midi in Baalbek, der Stein des Südens mit ungefähr, glaube ich, 1400 Tonnen, sondern da haben die Steine über 4000 Tonnen. Ist nicht schlecht. Also, da hat doch mal jemand gesagt, es ist leichter, die 7 Millionen Tonnen einer Cheops-Pyramide zusammenzutragen, als einen Steinblock mit 4000 Tonnen dort in diese 40 Meter hohe Mauer hineinzubasteln. Okay? Weil wir das noch nicht können. Also wir Menschen sind noch nicht in der Lage, das zu tun, was dort im fernen Sibirien zu sehen wäre, wenn bei uns darüber berichtet werden würde. Wird aber nicht. Ja? Darüber wird nicht berichtet. Und so gibt es eben immer wieder interessante Phänomene, die auf eine Vergangenheit hinweisen, über die wir nichts wissen sollen. Nicht verraten, nicht weitersagen. Ja? Wir sollen es. Ja. Okay, gut. Entschuldige, Zensur hat gesagt, heute Pappen, du darfst nicht mehr weiterreden. Ich erinnere, 1950, heute wieder Licht, Liebe, Freude, Harmonie. Ich weiß, es kommt Großes auf uns zu, das weiß ich schon, das ist mir klar. Nur wir bauen damit einen Schutzschild um uns herum auf, um unsere Familie, um unsere Liebsten, um unsere Freunde und wenn wir gut sind, auch über das ganze Land. Ja? Wir haben keine andere Wahl. Wir können nur mental arbeiten. Denn wenn wir jetzt sozusagen, ich will kein Wort in den Mund nehmen, aber ihr wisst, die Leute, die sozusagen immer dagegen sind, ja, die immer sagen, ja, da müssen wir was machen und so weiter, die Aktivisten, ja genau das wollen sie ja.
Genau das wollen sie ja. Sozusagen, dann haben sie endlich was für die Schlagzeilen. Ja, Gruppierung von, ihr wisst eh schon, da gibt es jetzt so wunderschönes Wording. Ich möchte mich darauf gar nicht einlassen, aber du weißt, was ich meine. Da werden dann wieder so eine Bande von Verschwörungs, was auch immer, oder eine Bande von irgendwie, die irgendwas halt verweigern und eine Bande von selbstständig Denkenden wurde aufgegriffen. Ja, das ist es. Die Bande von selbstständig Denken. Wir haben nur das Visualisieren. Das ist unser einziges Mittel. Visualisieren. Und dabei in die Freude gehen, das ist große Macht. Wir sind im Kosmos vernetzt, wir sind das Bodenpersonal und wir sind die Sieger, wir gewinnen. Okay? Die Stadtzipaten, die Statisten, die Satter-Statisten, ja, haben verloren. Und es sind schlechte Verlierer. Muss ich nur dazu sagen, es sind schlechte Verlierer. Immer bedenken. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ja? Nicht, naja, wir haben eh schon gewonnen, brauche ich nichts mehr machen. Bitte nicht, bitte bleib dran. Okay? Alles Liebe, dein Astrowolf, einen großartigen, ja, sonnigen Tag. Heute, ja, der Gott des Klimas hat Sonnenschein genehmigt. Dankeschön, sehr nett. Alles Liebe, euer Astrowolf, Ende.